Ich grüße euch recht herzlich zu diesem wunderschönen Video von mir. Mein Name ist Karin Sophie und wir starten jetzt in deine nächsten 48 Stunden. Was kommt auf dich zu? Welche Highlights, welche Stolpersteine? Was solltest du vielleicht außer Acht lassen und was kommt auf dich zu, mit dem du vielleicht gar nicht gerechnet hast? Ja, du wirst dich glücklich fühlen in den nächsten 48 Stunden oder irgendetwas wird dich glücklich machen. Entweder machst du dir selber ein kleines Geschenk oder eine kleine Geste von anderen Menschen bekommst du. Wir sehen hier auch ein bisschen Feierlaune. Vielleicht hast du sogar auch Geburtstag. Auch das kann sein. Dann bist du sowieso in Feierlaune und wenn nicht, dann hast du vielleicht irgendeinen anderen Anlass zum Feiern. So, jetzt gucken wir mal rein, was kommt in den nächsten 48 Stunden auf euch zu. Dazu ziehe ich wieder mal die Hauptenergie. Um was geht es in den nächsten 48 Stunden für alle meine Zuschauerinnen und Zuschauer? Es wird spannend. Ah, interessant. Ich sehe sie heute alle. Aber die sind halt auch riesengroß. Die Karten. So. Jawohl. Wir haben sie. Veränderung. Etwas führt zu einer positiven Veränderung. Cinderella. Cinderella, jemand verwandelt sich, das ist das, was ich hier fühle und spüre. Du verwandelst dich oder etwas wird verwandelt. Wieder mal die Reise. Sehr gut, es verwandelt sich deine Gedanken. Yay! Ja, deine Gedanken, mein Schatz. Du kommst aus diesen trüben Gedanken von den Zweifeln, Sorgen, Ängsten und Kummer. Raus, Gott sei gedankt, also in den nächsten 48 Stunden. Solltest du die nächsten 48 Stunden genau in diese Grübeleien drinnen sein, in diese Verzweiflungsenergieschleife, dann kann ich dir versichern, da passiert etwas in den nächsten 48 Stunden. Spätestens da am nächsten Tag wirst du dich wie ausgewechselt fühlen und deine Gedanken werden nicht mehr die sein, die du vor 48 Stunden hattest. Also hier passiert eine Verwandlung, eine Veränderung. Also hier geht etwas raus. Und das ist ja das Schöne daran, weil wir haben hier die Karte Armut und das ist ja nicht finanziell jetzt auch gemeint. Ja, kann sein, aber ich sehe das jetzt nicht in diesem Zusammenhang, sondern ich sehe, das, was rausgeht, sind deine negativen Gedanken, die jetzt endlich rausmarschieren. Die lange Zeit haben dich deine Gedanken vielleicht fest im Griff gehabt oder du sie, ja. Vielleicht war es auch so, dass du deine Einsamkeit war deine beste Freundin, ja, oder dein bester Freund. Oder deine Ängste waren deine besten Freunde, dein bester Freund. Und irgendwie konntest du sie irgendwie nicht loslassen. Jetzt traust du dich schon langsam, sie loszulassen, nach dieser wundervollen langen Reise, die du jetzt hinter dir gelegt hast. Denn wir haben die Heilung, die Heilige. Also hier heilt sich etwas und deine Verwandlung heilt. Und hier ist ein Schutzengel an deiner Seite. Wir haben zweimal die 10. Also wir haben hier 2 mal 5 ist 10 und 3 und 7 ist auch 10. Das heißt, hier beginnt ein Neubeginn und zwar ein erfolgreicher Neubeginn, weil ich musste jetzt ganz stark schmunzeln, weil wir haben die Karte 71, ist auch 7 und 1 ist 8 und 3 und 5 ist ebenfalls 8. Das heißt, wir haben schon zwei Zahlen, die ident sind. Das heißt, die Zahl 8 und die Zahl 10 und diese Zahlen begleiten dich in den nächsten 48 Stunden. Wow, also hier passiert eine Schleife, du ziehst eine Schleife und das ist dieses Symbol, die liegende 8 sehe ich ständig vor mir. Also ich sehe ständig vor mir diese liegende 8, die du jetzt in die Verwandlung bringst. So, dann ziehen wir noch am besten zwei Karten dazu. Nehmen wir nochmal zwei Karten.
1 und 2. Ja, Wissen und Weisheit wird dir zuteil werden. Wow, die Hauptperson. Falsche Personen, das sind falsche Gedanken, genau. Du hast dich um andere Personen mehr Gedanken gemacht, als um dich selber. Und jetzt setzt du dich als Hauptperson an vorderste Stelle. Das heißt, du selbst sagst jetzt so, ich bin diese Person. Ich heile oder du heilst jetzt deine Gedanken. Du heilst jetzt deine Ängste, deine Unsicherheiten, dein Mangeldenken. Ja? Also hier kann auch sein, dass es um ein Mangeldenken geht. Und auch um natürlich falsche Personen. Hier darfst du diese falschen Personen loslassen, die vielleicht deine Wege gekreuzt haben. Auch das kann sein. Jawohl. So, jetzt haben wir es. Freiheit. Ja, du möchtest dich wieder frei fühlen in den nächsten 48 Stunden. Und wir haben die Heilung. Tatsächlich. Medizin, Kräuter. Hier passiert Heilung, mein Schatz. Also hier ist Heilung auf dem Weg zu dir. Wow, okay, dann schauen wir mal, wie geht es denn weiter mit deinen Gedanken in den nächsten 48 Stunden? Was passiert bei dir? Naja, sehr gut. Wissen geht es das ja, ne? Was da so los ist. Irgendwie willst du es vielleicht gar nicht noch wahrhaben. Ja, da ist noch ein Kindheitsthema. Irgendein Kindheitsthema poppt noch an die Oberfläche. So, da gehen wir die mal zur Seite. Ja, seht ihr, da sind noch irgendwelche Ängste und Unsicherheiten zwecks Freundschaft. Ängste und Unsicherheiten. Du weißt, dass es dir gut tut, wenn du sie loslässt, aber irgendwo traust du dich noch nicht. Und das Schiff steht jetzt diesmal jetzt nicht so, ja, kann natürlich auch für Reisen stehen, aber für dieses Schiff steht für mich so diese schwankenden, die schwankenden Gefühle, die sehe ich bei euch. Also sehr, sehr starke schwankende Gefühle in den nächsten 48 Stunden, die du jetzt transformierst. Das heißt, du schickst sie wirklich auf Reisen. Das ist ein Einmalticket, die du da wegschickst. Auch deine Ängste, deine Unsicherheiten, irgendetwas wird dir klar in Bezug auf deine Ängste. Was ich noch hereinbekomme, ist, dass du dich in der Vergangenheit oft kleiner gemacht hast als das, was du bist. Denke größer, denke lichtvoller, denke, dass du ein Lichtwesen bist, das es verdient hat, das Licht auszubreiten. Ja? Ein inneres Kind-Thema könnte, wie gesagt, nochmal ein Thema sein bei dir oder bei deinem Gegenüber. Hier sind Freunde, die du verabschiedet hast. Hier sind Freunde, die du verabschieden musstest. Und hier sind Freunde, Menschen gegangen aus deinem Leben. Gewollt oder nicht gewollt. Aber hier sind Kindheitsfreunde. Und ich glaube, das kann sein, dass du die nächsten 48 Stunden dich vielleicht daran erinnerst. Entweder räumst du gerade deine Wohnung auf und du findest ein altes Album, wo du dich da wiederfindest, mit deinen Freunden sitzt und quatscht und jemand hat fotografiert und du hast die Fotos noch immer. Und das macht etwas mit dir. Entweder schickst du deine Fotos auf Reisen tatsächlich, also ist aber deine eigene Verantwortung, ob du das machen möchtest oder nicht. Ob du das jetzt loslassen möchtest oder nicht, ob du ein wunderschönes Lagerfeuer draus machst oder ob du sagst, nee, die Fotos, die möchtest du noch gerne behalten. Auch das ist möglich. Da hat jeder so andere Rituale, um Dinge loszulassen. Da wirst du das Beste für dich finden, deine Ansätze, die du loslässt. Es ist immer ganz gut. Fotos sind immer recht interessant und sehr prägend. Das heißt, da ist es wichtig, wenn Fotos sind und du bist bei Fotos oben, ja, bei irgendeiner Gruppenfoto und du merkst, du hast mit den Hälften der Menschen gar nichts mehr zu tun oder sogar da war Böswilligkeit dabei, dann ist es wichtig, dass du machst.
So, mehr sage ich nicht, weil das müsst ihr selber wissen, was ihr da macht, ob ihr es in Flammen aufgehen lasst oder nicht. Aber ich habe ein gutes Gefühl, wenn du es machst, wäre es gut, okay? Weil das ist etwas, was dir dann auch vielleicht ein Wissen, vielleicht ein Aha, deshalb hängst du noch, ne? Vielleicht denkst du dir, ja, du hast dich mit diesen Menschen, triffst du dich nicht mehr, sprichst nicht mehr und du merkst aber, hey, da ist noch ein Gegenstand von der Person, oh, da ist noch ein Foto von der Person, ui, da ist noch etwas. Ja, klar, ne? Das Gegenstände sind ja auch Energien, das heißt, entrümpelt vielleicht mal, was du noch möchtest und was nicht. Und dann lass es los, du wirst dich befreiter fühlen. Wissen, was deine Standfestigkeit betrifft, deine Erdung betrifft. Wissen und Weisheit. Oder du lernst einen Partner, eine Partnerin kennen, der viel älter oder viel jünger ist als du. Und das fühlt sich zuerst falsch für dich an, auch das kann natürlich sein. Ich habe ja auch das Gefühl, dass du selbst vielleicht die Person bist, die noch Kindheitserinnerungen, Kindheitsthemen hat. Und das war auch sehr spannend. Ich glaube, das war vor 2-3 Tagen, hat meine Tochter ihr Zimmer zusammengeräumt und hat gesagt, hey, da ist noch ein Fotoalbum, ne, da. Und dann hat sie die Fotos herausgekramt, wo ich noch, ich weiß nicht, 17 war. Dann hat sie gesagt, Mama, hast du eine Verwandlung hinter dir? Du schaust jetzt jünger aus als wir damals mit 17. Also auch das kann sein, ne, dass du etwa ein Foto entdeckst, wo du denkst, oh mein Gott, das war mal ich, ne, so. Aber das war die Vergangenheit und deshalb ist es wichtig, da loszulassen. Du kannst natürlich deine Fotos mit dir, die sind wichtig, dass du die aufhebst, das sind Erinnerungen. Aber wie gesagt, wenn böswillige Menschen und Menschen drauf sind, mit denen du nichts mehr zu tun hast und du gerne sie loslassen möchtest, weil du merkst, du hängst da irgendwie und du kannst die Gedanken irgendwie nicht ganz loslassen, dann wäre es gut, dass du hier wirklich einen Cut durchziehst. Auch das spüre ich bei einigen von euch, ja? Also durchforstet mal eure Bücher der Vergangenheit, ob da noch irgendwelche Gegenstände oder Fotos drinnen sind. So. Ich freue mich schon so auf den Herbst, ihr könnt es mir gar nicht glauben, echt. Also ich bin so ein Herbstkindl. Ich mag schon den Sommer auch, aber ich bin schon jemand, der gerne den Herbst mag mit den bunten Blättern und so. Ja, und wieder Hellsichtigkeit, ne? Das heißt, du hast eine große Gabe, ein großes Talent von Hellsichtigkeit. Inspiration, Auslegung und vertraue dir und deiner Hellsichtigkeit. So, dann schauen wir mal, was kommt denn da auf euch zu? Herz heilen. Die Macht der Selbstliebe. Da schaut euch bitte das Video an mit dem Plan. Ich weiß noch nicht, wie ich den Titel genannt habe oder nicht mehr. Aber da habe ich auch ein Gefühl, dass es für euch gut passt. Weil da sind auch herzheilende Energien herausgekommen. Irgendetwas mit Plan ist da, steht da unten im Titel drinnen. Wer es weiß, schreibt es bitte gerne unten in die Kommentare hinein. Die Macht der Selbstliebe, die forderst du jetzt zurück. Ja, also diese falschen Menschen haben mehr keine Macht über dein Herz, sondern du hast deine Macht selbst über dich. Dann haben wir hier Grenzen setzen, du wirst Grenzen setzen und du bist absolut behütet und beschützt. Und ich sage, dass so wichtig ist, bitte lasst niemanden über eure Grenzen gehen. Sagt und spricht es sofort an. Die anderen Menschen wissen oft vielleicht gar nicht, dass sie über eure Grenzen gegangen sind. Aber wenn du sagst, hey, Moment mal, stopp, du bist gerade einen Schritt zu weit gegangen. Ich möchte das nicht, ja?
Da ist man nicht unhöflich und nicht arrogant, sondern da schützt man als seinen eigenen inneren Lichtkörper und seinen Körper. Also hier auch ganz, ganz wichtig, Grenzen setzen. Grenzen setzen bei Freunden, Bekannten, Kindern, Nachbarn, Bekannten. Und hier geht es um eine idyllische Zeit, der Garten und das Paradies. Wir sehen wieder die Eule. Also hier ist ganz viel Weisheit und Wissen wird dir zuteil werden. Ein Kindheitswissen, eine Kindheitserinnerung sehe ich hier. So, jetzt hole ich mir schnell was zum Trinken. Moment. Hier geht es um Freundschaften. Die haben wir hier auch, ne? Die loyalen Personen, die hier bei dir eine wichtige Rolle spielen in deinen Grenzen setzen. Vielleicht lernen dir Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kinder, dass du eben Grenzen setzen lernst oder dass du dich wieder mit mehr Menschen zusammentust. Unterstützung, Vergnügung, Einheit und Spiel. Also auch das nehme ich wahr, dass du wieder vergnügt, spielerisch, leicht durch die Welt gehen darfst. Ja, das war in der Vergangenheit auch nicht so. Ich schiebe dir jetzt an. Und du übernimmst jetzt Führung auf deinen erleuchteten Weg. Jemand leuchtet dir den Weg oder du bekommst die Eingebung von oben und du siehst den Weg vor dir ganz glasklar. Das war bei mir so. Also desto mehr, dass man sich dorthin fühlt, hinspürt, desto mehr bekommt man, das ist der richtige Weg. Ich weiß es. Ich weiß vielleicht noch nicht, wie ich von A nach B komme, aber ich weiß, dass das passiert. Und das reicht schon, meine Lieben, weil wie, das entscheidet das Universum. Das legt es dir in die Hände hinein. Der erleuchtete Weg, dass du die Führung für dein Leben übernimmst. Das heißt, du gibst die Führung nicht mehr ab, sondern du übernimmst die Führung selber. Das heißt, du lässt nicht mehr die Lokomotive fahren, sondern du fährst die Lokomotive. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann schauen wir noch, welche Kräuteressenzen kommen zu dir. Welches Kraut spricht zu dir? Jawohl. Eines. Ui, heute haben wir nur mal eines. Der Lavendel. Ah. Oh Gott, mein Lavendel, ich liebe Lavendel, ich könnte wirklich alles, ich esse alles von Lavendel, wirklich. So, dann haben wir hier wieder die Engelstrompete. Also hier kann ich euch schon mal sagen, dass du etwas Altes lernst loszulassen, also vergangene Muster, Vergangenes wird jetzt umgesetzt, das heißt, alles, was du jetzt in die Vergangenheit schickst, beginnst du jetzt neu. Das heißt, alles, was du nicht mehr möchtest, geht von dir raus. Dein Energiefeld, da transformierst du dich. Jemand holt quasi deine Ängste, deine Träume, deine Unsicherheiten ab. Meine Lieben, hier kommt ein Engel auf euch zu und hilft euch bei der Transformation in den nächsten 48 Stunden. Wow. Also hier lässt du etwas erfolgreich hinter dir. Das brauche ich jetzt nicht vorlesen, weil das weiß ich auswendig. So. Die, meine französischen Karten, die ich relativ selten nehme, habe ich schon urlang, ich glaube sicher schon 5 bis 8 Jahre, aber ich liebe sie trotzdem. Da haben wir den Pagen der Kelche. Ja, hier kommt etwas Neues. Die Pagen, ihr wisst, das ist etwas Neues, ein gefühlvoller Neubeginn. Du wirst deinen Gefühlen neuen Hauch einschenken. Ich glaube hier, du wirst neue Gefühle oder neue Seite deiner Gefühle entdecken. Vielleicht lässt du auch wieder mehr Gefühle zu. Auch das kann sein, weil du eben Ängste loslässt. Alles okay da hinten? So, dann schauen wir mal, was darf ich euch denn noch mitgeben in den nächsten 48 Stunden. Wieder der König der Schwerter.
Ja, ich habe nicht ohne Grund das Video angesprochen mit dem Plan. Da ist nämlich auch der König der Luft gekommen, ist ebenfalls der König der Schwerter. Jemand, der sehr gut kommunizieren kann, der sehr gut reden kann, der sehr schlau, sehr weise ist und sehr schönen Weitblick hat, den Fokus von der Vogelperspektive aus betrachten kann. Das heißt, entweder triffst du so eine Person, wo du von der Vogelperspektive aus betrachten kannst die Dinge, oder es geht um ein Luftzeichen, Zwillinge, Waage, Wassermann, auch das kann sein. Dann haben wir die 6 der Stäbe und die 2 der Münzen erneut. Das ist auch interessant. Schaut euch auf alle Fälle den Plan an. Das könnte euch wieder ein Riesenstück weit nach vorne bringen, ganz ehrlich. Weil hier bist du so im Abwiegen, sollst du oder sollst du nicht. Aber du wagst es in der Dunkelheit der Nacht. Wagst du es? Wir sehen hier das Märchen Cinderella, wo der Kürbis zu einer Kutsche wird, ja, und wo sie um Mitternacht quasi den Ballsaal verlässt. Das heißt, du hast hier eine kurze Chance. Eine kurze Chance reicht man dir um den Vollmond. Also bitte achtet, in der Zeit um den Vollmond herum wird sich bei euch etwas ereignen. Also um den Vollmond wird sich bei euch etwas ereignen. Und die 6 der Stäbe. Hier, ich glaube hier auch, dass du hier noch nicht ganz sicher bist, was möchtest du. Vielleicht bist du auch ein bisschen in der Verteidigungsmodus, aber ich sehe hier ganz viel violette, enttransformierende Energie hier. Na, die französischen Karten sind ein bisschen anders angehaucht wie unsere hier. Also hier sehe ich auch ganz, ganz starke Transformation, die bei euch bevorsteht. Eine Verwandlung um den Vollmond. Eine Karte hätte ich gerne noch von dem Kartendeck. Wow, die 2 der Kelche. Hier sind 2 Persönlichkeiten, die wirklich zusammenhalten. Ihr seid aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ihr seid beide quasi aus den Elementen eins. Ihr fühlt eins, ihr spürt eins, ihr seid eins. Also das ist das, was ich ganz, ganz stark spüre und wahrnehme, dass hier wirklich Menschen, Freundschaften geknüpft werden, mit denen du ein gutes Gefühl hast, wo du keine Angst hast, wo du keine Unsicherheiten mitbringst. Aber dennoch bist du selbst eine Persönlichkeit. Das heißt nicht, dass ihr immer den gleichen Weg gehen müsst. Denn eine Person geht nach vorne und eine Person so seitlich nach hinten weg. Ja? Und trotzdem seid ihr Rücken an Rücken, seid ihr vertraut euch, ihr beschützt euch gegenseitig auf euren Weg. Das finde ich auch schön. Und steht natürlich auch für die Liebenden. So, dann gehen wir die mal hier her. Ups. Uiuiuiui. Ich hoffe nicht, dass es allzu laut geworden ist jetzt bei euch da im Hintergrund. Das sind so viele Karten, ich sag's euch. Oh. So, die nächsten, was kann ich euch mitgeben auf euren Weg in die nächsten 48 Stunden? Okay. Das Rad des Schicksals. Hier entscheidet sich etwas Schicksalhaftes und die 10 der Münzen. Also das hat etwas Materielles zu tun. Hier passiert etwas Materielles, Schicksalhaftes. Die Zahl 10 hat, ich habe es am Anfang schon gesagt, dieses Video, hier hat die Zahl 10 und die Zahl 8 haben eine größere Rolle. Ich sehe auch ganz viel Zehner hier und ganz viel Achten. Also das Rad des Schicksals wird etwas ankurbeln, mit dem du vielleicht gar nicht gerechnet hast. Vielleicht kannst du jetzt schneller etwas loslassen. Vielleicht hast du vor, dir ja schwer getan, Dinge loszulassen. Dann kann ich dir sagen, das wird jetzt blitzschnell geschehen. Sehr gut. Hier, was ich hier auch fühle, bei diesen Karten, hier fühle ich ganz viel Unsicherheiten.
unsicher, wie wird es weitergehen? Wird sich das jetzt wirklich erfüllen? Bitte lass das jetzt in den nächsten 48 Stunden los. Übernimm die Führung. Sag, ja, es darf jetzt Unsicherheiten da sein. Ja, es ist wichtig, dass du dorthin schaust. Es ist auch wichtig, genauso wichtig, dass du sie auch wieder loslässt. Weil wenn du es zu sehr zu deinem Thema machst, es kann auch sein, und das ist das, was ich hier auch fühle, dass ganz viele Themen, die gar nicht da mit dir zu tun haben, die vielleicht was mit deiner Freundschaft zu tun haben, mit deinen Ex-Partnern, mit deinen Ex-Partnerinnen, sondern dass du unbewusst Dinge übernommen hast, was nicht mehr, gar nicht mehr deines ist, aber du hast es zu deinem gemacht. Und das sehe ich hier. Und das darfst du loslassen. Und das wirst du loslassen, absolut. Weil mit den 8 der Stäben hier passiert etwas sehr schnell. Und das glaube ich auch, dass das um diesen Vollmond passieren wird. So, dann haben wir hier die 2 des Feuers, die 2 der Stäbe. 2 Menschen blicken in eine selbe Richtung. 2 Menschen, die noch nicht wissen, was auf ihnen zukommt. Aber ihr tragt beide das Licht dazu bei, dass der Weg euch ausgeleuchtet wird. Denn hier hat die Giraffe das Licht in der Hand und du selbst trägst ebenfalls das Licht. Das heißt, ihr beide seid jetzt wirklich 2 Lichtwesen, die einen Weg gehen, einen Weg wählen. Entweder du und dein Chef und deine Chefin, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, in der Gemeinschaft, in einer Gruppe, du fühlst dich wirklich dazugehörig. Und die 3 der Münzen. Hier kann es natürlich sein, dass du gerne mehr möchtest, gerne mehr herausholen möchtest, dass dich aber hier in den nächsten 48 Stunden, Gott sei Dank sind es jetzt nur 48 Stunden, etwas verkrampft festhältst. Lass es los, mach deine Hand auf, lass es los. Vielleicht hast du auch deine Kiefer. Ich spüre bei einigen von euch, ihr habt auch mit dem Kiefer zu tun. Das heißt, Unterkiefer ist ordentlich angespannt. Lockert mal euer Unterkiefer oder geht mal zu einem Osteopathen, ne? Dass ihr da mal Physiotherapie könnt ihr machen, dass ihr mit euren Unterkiefernacken eine Lockerheit reinbringt. Da habe ich nämlich das Gefühl, da sperrt sich etwas für euch. Und hier haben wir auch nochmal die 2 der Luft, wir haben die 2 der Feuer und hier haben wir die 2 der Luft. Die 2 der Luft ist so, du weißt, was du willst, ja, du stehst dazu mit den 2 der Schwerten. Du bist nur im Hin und Her, sollst du, ähnlich wie mit den 2 der Münzen oder hier die 2 der Münzen, ja. Ähnlich, da bist du auch im Jonglieren, ja, du weißt auch nicht, sollst du oder sollst du nicht, ne, sollst du gehen, sollst du den Weg wagen, sollst du die quasi, unter Anführungszeichen, die Stiefmutter betrügen, ja, und auf diesen Ball gehen oder nicht, aber du machst das, ne, weil die, das Schneewittchen, sage ich, Cinderella hat das auch gemacht, ne, das heißt, die ist auf den Ball gegangen, sie hat all den Mut zusammengenommen und ist auf diesen Ball gegangen und ist glücklich mit einem König verheiratet, ja, also nur symbolisch gesehen jetzt auch für euch, das heißt, dass sie den Mut schafft, jetzt Dinge loszulassen und schau mal, wie leicht du balancierst, es fällt dir sogar sehr leicht, das zu tun, ja, aber in deinem Kopf ist es sehr schwer, aber in deinem restlichen Körper ist es total leicht, also nimm den restlichen Körper und lass den Kopf los, den brauchst du nicht, die 4 des Wassers. Manches Mal hast du das Gefühl, vielleicht unterzutauchen wollen, ja, unter Wasser zu sein, aber du darfst doch mal hinaufkommen, um Luft zu tanken, Sauerstoff zu tanken, ja, vielleicht wird dir die Luft bald zu eng, dann ist es wichtig, dass du mal dich traust, auch aufzutauchen. Gelassenheit, dein Leben entfaltet sich ganz von selbst, ja, genau das meine ich, ja, hier darfst du Dinge loslassen mit Leichtigkeit. Und das wirst du auch, mein Schatz. Du wirst es loslassen. So, was darf ich euch noch mitgeben auf euren Weg? Jawohl. Die Absicht dahinter. Schauen wir mal, was ist denn deine Absicht? Ja, den Überblick. Ja, das meine ich auch mit dem König der Luft, weil hier hast du den Überblick hier mit dem König der Luft hast du, da gehst du den Überblick drüber, du schaust mal von der Vogelperspektive, was dich in die Heilung bringt und ich glaube, weil du das auch machst, ne,
wirst du ganz, ganz viel Licht und Liebe anziehen und auch Heilung anziehen. Ich habe auch das Gefühl, du wirst dich nach und nach, wenn du in der Reisegruppe mit dabei bist, wirst du nach und nach wirst du dich jünger fühlen. Nach und nach wirst du dich gesünder fühlen. Nach und nach wirst du die Dinge loslassen und dorthin legen, wo sie hingehören, und zwar in die Vergangenheit. Bedanke dich bei der Vergangenheit und geh nach vorne in die Gegenwart, in die gegenwärtige Zeit. Ja, das ist transformierend. Du transformierst dich. Du wirst Erfolg haben. Ich kann es nur noch mal sagen, schaut euch unbedingt das Video an mit dem Plan. Ich weiß noch nicht, wie ich es genannt habe, aber der Plan ist echt wichtig. Und hier ist er wichtig für euch für die nächsten 48 Stunden. Weil hier kommst du zu Erfolg. Ich weiß nicht, was du machst, mein Schatz, aber ich sehe, dass du erfolgreich wirst, dass du irgendetwas Erfolgreiches in die Tat umsetzen wirst. Und das gelingt dir auch. Ich sehe, dass dir das gelingt. Du musst halt mutig sein, klar, wie Cinderella, das ist klar. Also hier, Mut ist schon gefordert. Also hier, ängstlich zu sein, bringt dich jetzt in den nächsten 48 Stunden nicht ganz weiter. Hier ist eher reflektierend, schauen, nachdenken und losgehen, ja? Also nicht zu lange verharren beim Nachdenken. Das kann auch der König der Schwerter symbolisieren, dass der zu viel denkt, ja? Aber dass du es dann relativ schnell umsetzt, denn deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Merkt euch das bitte, ja? Also was du denkst, was du fühlst, wirst du anziehen. So, meine Lieben, das war jetzt dein 48-Stunden-Video. Ich freue mich und wünsche euch vom ganzen, ganzen Herzen alles, alles Liebe, alles Gute, eine schöne Zeit, ganz viel Licht und Fröhlichkeit in eure Herzen, dass ihr die nächsten 48 Stunden gut nützt für euer Weiterkommen. Alles Liebe, alles Gute, Baba, tschüss!